Übermorgen? Übermorgen werden wir über Mandelgobi bis zu Weizstupa. Bis hier. Nein, das ist zu weit. Das muss oben sein. Hier, das ist der. Bis hier. Ja. Von hier. Von hier. So. Bis hier. Okay. Das ist schon kleiner. Ich meine, wenn es so wie du wirklich hast, mit Hänger und dann kaufe ich mir gleich. Da ist. Also, ja, dann kann ich auch drinnen schlafen. Ja, das ist egal. Ich schwöre, das Pascal super. Ja. Pascal, das ist dein Keller. Ja. Vorher. Nee, nicht so Kette. Fahr zurück und fahr nochmal drüber. Du musst zurück und mit Gas gehen. Ich bin nochmal drüber geschehen. Ich bin mit dem Gedanken, ich mache mir nie Gedanken über den Sturz. Ich bin daher gekommen und habe gedacht, ich werde hundertprozentig nicht stürzen. Und dann geht das plötzlich einfach so wahnsinnig schnell. Und wenn ich denke, wie lange ich schon fahre, jetzt sind auch über 30 Jahre. Und wie viele Stürze ich bis jetzt hatte und wie viele Kilometer ich schon gemacht habe, das ist. Das war eine saublöde Geschichte. So ist es. Wenn du das die ersten 500 Meter hier hat, ist du warst noch nicht drin irgendwie. Das war und einfach ein richtiges Weg. Ja. Scheiß Timing, wenn du was ist das alles. Steh auf, geht's immer hin und her und dann rauf und da geh nochmal drin. Schauen wir, dass wir vor dem Auto anfahren, oder? Thank you.
Bye. Wir haben eine sehr schöne Ecke gesucht, ne? Ja, mit Bäumen. Und das war eben auch die Zuflucht für die Regimekritiker, gell? Ja. Mhm. Pascal, hier kann man schon schön in Ruhe meditieren. Schöner Berg. Ja, wir haben gesagt, dass wir nicht extra anreisen. Der Berg hat cool, ja. Da war leider dann gerade der Werner von mir, der zum Schritttempo gefahren ist. Jetzt wird's wüstenmäßig, gell? Ja.
der da vorfahren, ne? Liegt schon wieder unter dem Auto. Er liegt schon wieder unter dem Auto, sag ich. Ja, dann schreit er mich an. Thank you.
sagen, diese Strecke, das war gut, das will Black wird. Eins ist einer da unten, da in dieser Geierschlucht-Geschichte. Das ist für mongolische Verhältnisse eine touristische Gegend. Und das heißt, dort fahren auch andere Leute hin. Ja? Also da kann es sein, dass da ab und zu Auto entgegenkommt. Okay. Also wenn man dort fährt, sollte man einfach ein bisschen die normal dir bekannte Straßenverkehrsordnung, also sprich rechts fahren. Mir ist keine Straßenverkehrsordnung nicht bekannt. Nebeneinander fahren, sondern auf dem Stickel, sonst, wenn wir draußen sind, ist es wirklich egal.